gibt ganz wenige Universitäten in Deutschland, die sowas veranstalten können. 6.000 Menschen im universitären Umfeld, was ich wichtig finde für die jungen Menschen, die da sind, dass sie sich an Uni wohlfühlen auch. Und dass die TU das bieten kann, ist für mich besonders schön. Ich bin Präsident der TU Berlin und außerdem bin ich Festkörperphysiker vom Fach her, experimentelle Festkörperphysik, und habe das viele Jahre mit Leidenschaft gemacht. In einem Wort ist es NMR-Spektroskopie an Polymeren, vielleicht dazu. Nanomaterials. Mikrogelsysteme, das ist der große Begriff. Intermediärfilamente. Plasmonik. Statistischen Physik lebender Materie. Mein Forschungsthema in einem Wort ist komplexe Systeme. Ich befasse mich damit, wie man biologische und soziale und ökonomische Systeme in ihren kollektiven Verhalten verstehen kann, wie die Dynamik modelliert werden kann und welche Schlussfolgerungen wir daraus als Physiker für das Verständnis der Welt ziehen können. Ich bin im interdisziplinären Feld Biophysik unterwegs. Ich befasse mich damit, wie aus einer embryonalen Zelle viele verschiedene Zelltypen entstehen, und das ist wichtig, um zu verstehen, wie sich biologische Organismen entwickeln. Also ich betreibe NMR-Spektroskopie, was in der Chemie sehr weit verbreitet ist. Ich entwickle aber neue Methoden, zusätzliche Methoden, die auch physikalische Parameter, Moleküldynamik, Beweglichkeiten von geladenen Molekülen und ähnliche Sachen erfassen können und damit einfach einen neuen molekularen Zugang zu manchen Eigenschaften, die am Ende auch Werkstoffeigenschaften prägen. Also wir beschäftigen uns mit den mechanischen Eigenschaften von so einer Zelle, also zum Beispiel von Haarzellen und anderen Zellen. Die sind ja unter ganz verschiedenen Belastungen. Wir wollen herausfinden, warum das so ist. Physik ist die Erklärung der Welt. Physik ist, sich mit den Dingen, mit Naturgesetzen zu beschäftigen, versuchen, diese herauszufinden, zu erklären und damit Zusammenhänge in der sogenannten toten Materie beschreiben zu können. Ganz viele Formeln mit ganz wenig Zahlen. Physik ist für mich, die Welt mit Gleichungen zu verstehen, zu modellieren, kreativ zu arbeiten, auch zusammen mit anderen Wissenschaftlern. Die Physik ist wichtig, steckt überall drin und hat manchmal so, schreckt es Leute ab, weil es kompliziert sei. Dabei ist das viel einfacher, als zum Beispiel das lebende System zu verstehen oder ähnliches. Physik ist super spannend, weltbewegend und echt aufregend. Physik ist die Wissenschaft der fundamentalen Zusammenhänge in der Natur. Ich glaube, eins der schönsten Sachen ist, man weiß es immer erst hinterher. Also kaum jemand hätte bei Einsteins Relativitätstheorie daran gedacht, dass man es braucht, damit GPS funktioniert. Fast alles. Computer sind physikbezogen, Chips sind physikbezogen, das Internet ist physikbezogen, Optik. Also es wäre nicht vorstellbar, unsere Welt heute, wenn es die Physik nicht geben würde. Ich sehe Physik eigentlich in allen Bereichen als in einer Vorreiterrolle. Also natürlich insbesondere auch in meinem Bereich, in der Biophysik, in der Medizin, aber natürlich auch in Sachen Chip-Technologie, also was effektiv zu Smartphones wird, selbstfahrende Autos, also es ist leider doch überall. Eigentlich überall, wenn man die Umwelt sich anschaut, Energie, Umweltschutz natürlich auch. Kollegen von mir arbeiten auch zum Beispiel an der Wasseraufbereitung, Trinkwasserbereitung, was völlig banal ist, aber ohne das geht es nicht. Und das sind physikalische, chemische Themen, die eine ganz große Rolle spielen. Ich denke, die Zukunftsthemen der Physik der nächsten Jahrzehnte werden tatsächlich sein, dass wir die Relevanz unserer Methoden in Nachbardisziplinen noch verstärkt entwickeln werden. Denn natürlich entwickelt sich die Physik in der Physik weiter, wie wir auf dieser Tagung sehen. Wir haben ja viele Fachverbände, viele Bereiche, Studenten aus allen Bereichen, die sich hier eben informell treffen, können ihre Forschung vorstellen. Aber gerade die Zusammenarbeit mit den Nachbardisziplinen und auch zwischen Theorie und Experiment funktioniert hier natürlich sehr schön auf der Tagung.